I'm sick of daydreaming. I just want the feeling of you in my bed. I'm down to just waste time. So Leute, es ist soweit. Ich habe meine neue Grafikkarte bekommen. Endlich. Und zwar ist es nicht die 3060 Ti, sondern die RX 6800. Leute. Die Grafikkarte war einfach viel besser für den Preis als die 3060 Ti. Von der Leistung sowieso her viel, viel besser. Und ich war so gesehen immer AMD-Fan. Und ja, hier ist die Website von Aorus. Tatsächlich ist eine AMD-Grafikkarte, aber die Firma, die das halt herstellt, ist Aorus. Ich erfahre mehr. Das ist die Grafikkarte, Leute. Ich habe auch gerade am Anfang einen kurzen Trailer gesehen von der Grafikkarte. Habe ich kurz zusammengeschnitten. Ist jetzt nichts super krasses, aber ich hoffe, euch gefällt das auf jeden Fall. Könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und das sind alle Features von der Grafikkarte. Sehr nice. Sogar hier nochmal die AMD-Software, kann man alles hier sehen. RX 6800 XT, ich kann nicht direkt so mal übertakten, aber die ist halt so gut, dass man die gar nicht übertakten braucht. Und die Taktrate ist verdammt hoch, also AMD ist sehr, sehr gut in Taktraten, das sehr, sehr hoch zu halten. Genau, und hier unter Gaming gehen, ich habe das alles schon optimiert hier, also verschiedene Einstellungen ausprobiert und das sind halt meine besten Einstellungen, die ich halt für die Grafikkarte genommen habe. Und genau, jetzt gehen wir noch einmal als letztes in den Tastenmanager rüber. Hier können wir sehen, das ist erstmal immer noch der gleiche Prozess, das ist ja klar. Und hier AMD RX 6800, tatsächlich 16 GB Videospeicher, das ist richtig, richtig krass. Genau, und normaler GPU-Speicher ist tatsächlich nur 32, also richtig, richtig krass. Und genau, dann würde ich sagen, dann war es jetzt mit dem Video. Und dann sehen wir uns bei den folgenden Videos wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.